So, liebe Leute, damit herzlich willkommen an diesem Samstag. Entschuldigung. Mein Gott. Also, herzlich willkommen zurück an diesem Samstag zum Qualifying, zum großen Preis von Russland. Endlich haben wir auch mal im Training eine 1 da vorne stehen. Jetzt fehlst du noch im Qualifying. Ich hoffe, dass ich es so mitnehmen kann. Okay. Ja, also könnte sein, dass wir nächste Saison neue Updates bekommen. Das war die eine Nachricht noch, die ich bekommen habe. Ich weiß noch nicht genau was, aber das werden wir dann hoffentlich noch rechtzeitig erfahren. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen jetzt Kohle Ding sparen, damit wir halt richtig investieren können. Weiß nicht, wie die Punkte jetzt aussehen, ob man die mitnehmen kann. Naja, das ist auf jeden Fall die Strecke in Russland. Rennen Nummer 17, nächste Woche Japan und dann geht's los nach Mexiko. Ja, und das sind wir. Wir werden ein Interview geben und sagen, hey, wir wollen hier die schnellste Runde fahren heute. Die Pole holen. So, da geht's raus auf die Strecke. Ja, da sind schon die ersten Autos, wollen schon raus. Das ist ein Racing Point. Ich habe jetzt aber tatsächlich nicht erkennen können, wer. Ich vermute aber, dass es toll war. So, auf geht's, liebe Leute. Auf. Ah, die Bremse sind noch kalt, das merke ich gerade. Wir gehen jetzt mal runter von diesem Hotlap-Ding. Weil wenn ich ehrlich bin, das brauchen wir gerade nicht. Ich lade jetzt gerade mein Auto ein bisschen. Aber ich will dieses. Ich will diese Pole haben. Diese, im 17. Rennen die erste Pole in der Saison. So, auf geht's auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, haben wir natürlich ein Auto hinter uns, was uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen was pushen wird. Weil das ist ein Red Bull. Oder die beide sogar. Weil sie eigentlich relativ gut im Griff hatten bisher. Und das darf auch gerne so bleiben. Und auf geht's, liebe Leute. Die schnelle Runde hat jetzt begonnen. Hier jetzt noch in Russland. Wir wollen natürlich klar den Schritt nach vorne machen. Wir wollen natürlich hier klar einen guten Schritt davor machen, um mal wieder ein Rennen zu punkten, was auch viel bares Geld bringen würde. Also vor allen Dingen wollen wir ja auch den Platz 6 und Platz in der Fahrer oder unter Konstrukteurswerden behalten, ne? Und dazu müssen langsam mehr Ergebnisse, bessere Ergebnisse als das, was wir letzte Woche gesehen haben. So, die Frage ist, was passiert jetzt mit den Zwischenzeiten? Na, ich reicht nicht. Wow, 1,7 Sekunden, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir so einen Abfall bekommen.
33-0 von Max Verstappen. Okay, das ist eine Albon ist es. Wir sind fast doppelt davor, also vierter momentan. Und damit können wir eigentlich schon jetzt sagen, dass wir die Pole abschminken können. Puh. Hamilton, 32,6. Was waren die denn für Zeiten? Ich krieg meine Zeiten kaum verbessert und die knallen hier eine nach dem anderen raus. Dann ist das Max hinter uns. Sehr wahrscheinlich. Ich hatte so gehofft, dass wir das mit den Zeiten ein bisschen dabei sind. Vor allem, was wir das gestern gezeigt haben, dass wir so einen Leistungsabfall gerade kriegen. Dass wir so gerade Kimi Räikkönen gepackt bekommen. Wo jetzt fährt jetzt ein Mercedes raus. So far, our fastest lap is a 1:34.7. Platz 7 momentan nur. Das ist ja besser als West. Was heißt besser als West? Vorne die Mercedes, klar, Hamilton. Dann die beiden Red Bull, dann als Stroll, als große Überraschung. Und dann die beiden Renault und dann stehen wir dann dahinter. Also gut, wir haben die Ferrari geknackt bisher. Wir haben Bottas, glaube ich, der doch ohne Zeit ist, okay. Ja, wir müssen gleich gucken, dass wir ein bisschen was machen können. Also ein bisschen Zeit brauchen wir jetzt gerade. Die Frage ist, was ist mit Vettel? Was fahren die für Zeiten, die Ferrari? Sind die mittlerweile schon angepasst? Der Vettel fährt 6 momentan auf 1,4 Sekunden hinter dem Mercedes. Er hat der Hamilton nicht eine Woche Zeit geknackt, rausgehauen. Die wird verdammt schwer zu knacken sein. Da hätte ich nicht gedacht, dass die dann auf einmal so einen Abfall kriegen gerade. Komplett. Ich hatte so gehofft, dass wir ein bisschen was nach vorne fahren können und dann haben wir mal sowas. Puh.
Wir müssen auf jeden Fall noch einige Schritte folgen. Now, we've all done a lot of work for this circuit on the simulator, but nothing beats real data. Bear in mind, the car's capability changes based on track conditions, so your reference points may not always be in the same place. Also, auf die Fresse gerade zu kriegen, ich hänge mir doch noch P15. Puh, ich hatte nach dem Ergebnis. Nach dem Ergebnis eigentlich, was das Ding so betrifft, was die. All personnel be aware, car leaving. Also was die Zeit betrifft und Training vor allen Dingen, weil ich habe gedacht, ja, da haben wir auch die Schritte vorne gemacht. Aber jetzt auf einmal so ein Nackenschlag. Wir müssen es auf jeden Fall nochmal was versuchen. Wir müssen da hinten raus. So, 8 Minuten haben wir noch. Wir fahren jetzt den zweiten Sim. Ich werde wahrscheinlich auch noch einen dritten fahren müssen, um halt den Schritt da vorne zu machen. Ich habe eigentlich so ein bisschen das Augenmerk auf Russland gesetzt, was jetzt noch kommt, ne? Russland, Brasilien und so, da habe ich auch gedacht, okay, da könnte es vielleicht noch mal was geben mit einem guten Ergebnis, aber das war jetzt so auf den Sack gerade bekommen. Weil so wird das definitiv nichts mit der Verteidigung unserer Position. Wir wollen, wie gesagt, Platz 6 eigentlich gerne behalten. Vielleicht einen Schritt noch. Da vorne wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, aber den Schritt sind wir jetzt noch ein bisschen nach vorne bringen. Weil es gibt auch mehr Geld dann am Ende. So, ich versuche mal gerade mein Auto wieder ein bisschen zu laden. So, die 100% haben wir jetzt gleich wieder drin. So, auf geht's. Ja, die verteilt sich wirklich groß, was das da vorne betrifft. Nee. Komm da hinten nicht weg. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Wir haben sogar Rückstand. Ja, Runde ist kaputt. Och, lass mich doch mal sagen, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt gerade gar nicht mehr auf die Reihe bekomme. Ja, wir haben. Ja, wir müssen uns auch finden, dass wir da ganz, ganz hinten stehen momentan. Runde ist durch, Autos in die Box. Das war's. Fuck, man! Damit hat jetzt nicht gerechnet, dass wir so auf die Fresse gerade kriegen.
Ja, dann versuchen wir nochmal einen Satz zu setzen, nochmal rauszugehen. Wir müssen nochmal einen Schritt machen. Ich will da hinten weg, ne? Aber es wird nicht einfach werden. Definitiv nicht. Warum auch immer. Zeit läuft natürlich nicht, aber alle sind auf der Strecke, also damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass ich so derbe auf die Socken bekomme. Also 2 Sekunden sind das zur Spitze. Weil wir eben gerade, wie gesagt, mit auf den gleichen Reifen der schnellste waren und eigentlich, was die Zeit betrifft, auch gut mit dabei waren vorne, aber jetzt so in der Qualifikation hier in Russland auf die Socken zu kriegen. Naja, mal gucken. Wenn es das hört, dann war es. Wenn nicht, dann war es das heute. Und dann let's go. Versuchen wir nochmal eine Runde zu setzen. Problem ist natürlich, dass wir jetzt auch ordentlich Autos auf der Strecke kriegen. Vor uns ein Alpha mit Giovinazzi. Der aber mitdenkt. Ja. Gut, der auch ein bisschen mit Wirtschaft gegeben hat. Das heißt. So, der nächste ist Kimi, ist der zweite Alpha. Danke, die KI denkt ein bisschen mit, das ist gut. Das heißt, es reicht aber nicht, um große Sprünge machen zu können. Leck mich doch am Arsch. Das war's. Qualifying ist durch und ich schmeiße das Auto komplett weg. Direkt am Tunnel die Kurve, da bin ich schon in den Tunnel sehr schlecht eingebogen. We're seeing major wing damage. Box, box, box. Und dann hat es am Ende nicht gereicht. Die Red Bull sind die einzigen Autos, die nicht auf die Strecke fahren. Das heißt, wir können uns definitiv eine gute Position abschwingen. Das war's. Und zwar. Ich bin sehr enttäuscht. Persönlich sehr enttäuscht, das hätte ich nicht gedacht. Ja, Red Bull bleibt drin. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Platz 19, ey, das ist Bottas, ein 32-2, also vorne mit dabei die Mercedes, klar. Und dann erst Best of the Rest. Wir hängen irgendwo ziemlich am Ende des Feldes, das muss ich sagen. Also,
nach dem eigentlich sehr guten Qualifying mit Platz 4 und Platz 1, wie gesagt, Platz 10 im Regen, da ist man mal ein bisschen außen vor. Aber ehrlich, ein bisschen erwartet, okay, wir kriegen jetzt mal einen ordentlichen Schritt davor, aber so geht gar nichts. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was hast du nur für ein Qualifying gesehen? Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Ja, natürlich. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Na gut, machen wir so. Klasse, das war dann alles. Also, großartige Leistung, was hatten die jetzt erwartet? Dass ich hier vorne wegfahre. Ich habe ja gar nichts auf die Reihe bekommen heute. Tut mir leid, also da war gar nichts. War nichts. So. Na gut, okay. Dann sehen wir uns morgen wieder am Rennen. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen verdauen hier.